Sie sind hier, 20. Januar 2019, 15.10 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Mick Schumacher gehört ab sofort zur Ferrari Driver Academy. Urheberrecht Getty Images. Mick Schumacher gehört ab sofort zur Driver Academy von Ferrari. Die italienische Presse zeigt sich von der Verpflichtung begeistert und spricht von einem Coup. Der Einstieg von Mick Schumacher, 19, in die Talentschmiede des Formel-1-Rennstalls Ferrari ist in Italien mit Begeisterung aufgenommen worden. Es gibt wieder einen neuen Schumacher in Maranello, schrieb die Gazzetta dello Sport. Der Einstieg des Formel-3-Europameisters in die Ferrari Driver Academy sei nicht weniger als der Beginn eines neuen Kapitels in der Historie des Teams. Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher, 50, ist ab sofort Teil der Ferrari Driver Academy, das hatte die Scuderia am Samstag bestätigt. Der 19-Jährige durchläuft damit das Nachwuchsprogramm der Roten und kann schon in dieser Saison bei den Young Driver Tests der Formel 1 zum Einsatz kommen. Schumacher hatte im vergangenen Jahr die Formel 3 gewonnen und debütiert in der anstehenden Saison mit dem Prema-Team in der Formel 2. Großartiger Coup für Ferrari, der Corriere della Sera sieht in der Verpflichtung des Talents einen großartigen Coup für Ferrari, für die Tifosi wird ein Traum wahr. Die Zeit für Schumachers Aufstieg sei reif. Er wird nun schon in dieser Woche an den Aktivitäten zur Saisonvorbereitung der Akademie teilnehmen, hieß es in der Ferrari-Mitteilung. Sein Vater gewann zwischen 2000 und 2004 5 seiner 7 WM-Titel für Ferrari. Der Name Schumacher steht wie kein zweiter für die Erfolge der Marke in der Formel 1. Letzter Ferrari-Weltmeister und einziger der Nachschuhmacher-Ära war der Finne Kimi Räikkönen 2007 von Sportinformationsdienst.